Sodele, meine Freunde, wir versuchen es nochmal. Ich hatte kurz den PC aus, weil er abgestürzt ist. Und, ja, typisch Windows. Na, wir wollen ja niemandem die Schuld geben. Nein, wollen wir nicht. So, wir wollen hier weiterkommen, Freunde. Und das ist eine gute Untat. Alter, keine Untat. Lasst uns tätig werden. Lasst uns tätig werden, Freunde. Lasst uns tätig werden. Entschuldigung. Auch ein Let's Player muss mal aufstoßen. So leid mir das ja tut, ne? Und so unhöflich, wie das ja ist. So unhöflich, wie das ja ist, ne? Aber ein Bäuerchen muss auch mal bei mir raus. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem noch gern. So, wir spielen weiter. Tomb Raider 2013. Wir haben ein Grab entdeckt. Und wir wollen in dem Grab ein Zeiträtsel lösen. Ein Zeiträtsel lösen. Uah. Wir wollen ein Zeiträtsel lösen. Naja, was heißt wir wollen? Wir müssen ja anscheinend, ne? So, wir hangeln hier mit Lara. Unsere alte Hangeltechnik ist wieder da. Sie ist back. Ja, sie ist back again. Ich freue mich darüber, dass Lara mal wieder alte Techniken kann. Geil. Erinnert mich so richtig an Tomb Raider Underworld. Ich freue mich. Ich freue mich, dass sie so einiges übernommen haben. Dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Geil. Geil, Leute. Aber lasst uns erstmal gucken, was hier noch so rumfliegt. Denn jedes einzelne Element, was wir finden können... Und ich laufe bestimmt an tausend Sachen vorbei. Und ihr lacht euch alle scheckig. Aber so ist das nun mal, ne? Also, einiges bleibt eben liegen. Und da ist der Schatz. Seht ihr ihn? Wir haben den Schatz schon entdeckt. Geil. Wir haben den Schatz. Eine Artefaktestöberin. Ja, gleich einstecken, ne? Guckt mal, was wir an Erfahrungspunkten bekommen haben. Guckt euch das an. Finden Sie ein Lager? Ja, wir werden natürlich ein Lager finden, Freunde. Natürlich werden wir ein Lager finden. So. Was diese Geokachelkarte da ist, diese Geocaches und was man, oder Kachelist, was man hier findet. Ich weiß nicht, was das ist. Na, also man findet ja in diesem Spiel, ich nenne die erstmal Geokachelist, das heißt aber anders. Man findet hier immer so eine Geokachelist. Wofür sind die Leute? Wisst ihr das? Ich weiß das echt nicht. Na? Okay, wir haben das Grab geräubert, so soll das sein. Wir sind ja schließlich auch eine Grabräuberin. Wir sind Lara Croft, die Freundin des Sein oder Nichtseins. Das ist hier die Frage. Und wir haben es geschafft und wir ziehen weiter. Raus aus dem Sturmgebiet. Raus aus dem Sturmgebiet. Es ist so geil gemacht, Leute. Es ist so episch. Es ist sowas von episch. Ein Lager entdeckt. So, wollen wir mal kurz das Lager betreten. So, wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Dafür können wir... Ach, wir müssen erst dieses hier machen. So, oder können... Jetzt können wir. Genau, man muss immer hin und her drücken, bis das geht. So, was können wir denn jetzt verbessern? Überlebens-Upgrades... Jäger-Upgrades oder Kämpfer-Upgrades. Ich finde, ganz wichtig sind für mich die Überlebens-Upgrades. Würde ich auch ganz klar wählen. Ach, da sind ja auch noch Überlebenskunst. Verbessertes Bergen. Gemeistert schon mal. Ach, können wir gar nicht mehr. Okay. Überlebenskunst sammeln sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Na gut. Nehmen wir. Plündern sie... Ja gut, das war jetzt klar. Und wir meistern auch noch tierische Instinkte. So, aktivieren sie LB, um Überlebensinstinkte, Tiere, Lebensmittel auf. Okay. Ja, man muss ja auch Lebensmittel finden in dem Spiel. Das war uns ja bereits aufgefallen. Und neue Fähigkeiten freigeschalten. Was? Glückwunsch. Die neue Fähigkeit wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Y in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt zuzugreifen, attackieren, bla bla bla. Geil, wir können... Geil, ey, das ist geil. Wir können mit der Axt Leute töten. Wir können Munition sparen. Das ist doch mal wieder so richtig was für mich. Das ist doch mal wieder so richtig was für mich. So,
Dann müssen wir natürlich nochmal gucken, dass wir unsere Ausrüstung verbessern. Wir haben ja ein wenig Bergungsgut erhalten. So, Bogen-Upgrades, was haben wir denn hier? Da haben wir schon 46% und Handfeuerwaffe. Naja, Leute, ich bin ehrlich, diese Handfeuerwaffe finde ich irgendwie voll kacke. Ne? Das Gewehr, der Bogen. Ich sehe den Bogen immer noch als super wichtig an. So, was ist denn das? Gewickelte Sehne. Wollen wir das mal meistern? Ja. So, ich glaube, mehr können wir jetzt sowieso nicht upgraden. Ne, mehr können wir erstmal nicht upgraden bei dem Bogen. Aber wir haben noch ordentlich Bergungsgut. Also wollen wir nochmal unser Gewehr upgraden. Was können wir denn... hier können wir gar nichts machen, ne? Ich glaube, da können wir gar nichts, ne? Wenn, die gemeistert sind. Ja. Bei dem Gewehr haben wir alles gemeistert. Das ist schön. Kann man als schön sehen. Und bei der Waffe haben wir noch gar nichts geupgradet. Aber auf die Waffe scheiße ich, Leute. Auf die Waffe scheiße ich, ehrlich gesagt. Weil wir haben viel bessere Gerätschaften, sag ich jetzt mal. Wir haben den Bogen. Wir haben dieses Automatikding. Was wollen wir denn noch da upgraden, ehrlich gesagt, bei der Handfeuerwaffe? Klar, vielleicht wird es irgendwann wichtig. Aber dann lass uns doch noch ein bisschen Bergungsgut finden und eventuell dann das anwenden, was wir dann in dem Fall benötigen. So. Machen wir mal eine Fackelsche an. So. Das ist hier dunkel wie im Bärenarsch. Das Fackelsche bringt uns schon weiter, Freunde. Das ist gut. Und ich muss nochmal an der Stelle ganz klar sagen, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wirklich. Das ist wirklich geil, dass ich erleben darf, dass ihr so knallhart dabei bleibt. Dass ihr sowas von am Ball bleibt und euch auch sagt, jeder Part zählt für euch. Geil, danke. Danke, danke. Sei an dieser Stelle mal gesagt. Und ich hoffe, dass, falls ihr noch nicht dabei seid bei Let's Play FK, dass ihr vielleicht auch ein kleines Abo da lasst. Da würde ich mich sehr drüber freuen, Freunde. Und Daumen hoch vielleicht, um mich ein bisschen zu supporten. Denn, ja, ich mach's ja für euch, ne? Und ich würde gerne noch so eine kleine Resonanz haben. Dass man mir mal sagt so, ey, Flo, hör mal zu, das ist voll kacke. Oder Flo, hör mal zu, mach mal das besser oder schlechter oder habt ihr nicht gesehen. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Da. Aber ich habe noch eine so ganz böse Vermutung, Freunde. Ich hoffe, dass wir nochmal eine Chance bekommen. Würde doch gerne nochmal darüber, aber... das scheint nicht mehr möglich zu sein. Okay, schade. Denn wir zünden ja schließlich hier auch diese komischen Statuen an. Und ich habe doch noch irgendwie im Hinterkopf, dass da noch eine mehr war. Da ist das Rauchsignal. Da müssen wir ja letzten Endes irgendwann mal hin. Bergungsgut. Wie kommen wir denn da hin? Ja, das war clever. Das war clever. Fahren wir lieber zum Bergungsgut als zu dem Nix-Zeug da. Denn Bergungsgut ist unser Destiny. Unser Schicksal, Bergungsgut. Und danke, Lara. Ich weiß gar nicht, hat man eigentlich unendlich Pfeile? Oder hier unendlich Seile? Bergungsgut, dankeschön. 2 von 2 Bogenteile. Ja, dann können wir wahrscheinlich schon mal irgendwie nachher Gas geben. Lara, mach mal deine Fackel an und mach das Teil an. Dankeschön. Yeah. Wolltest du das Teil verprügeln, Lara? Habe ich das Bergungsgut mitgenommen? Ja, das habe ich natürlich. Ich lasse doch kein Bergungsgut liegen. Ich bin doch nicht blöd. Ich lasse doch kein Bergungsgut liegen. Bergungsgut ist wichtig, bleibt wichtig und soll wichtig sein. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jetzt eine so eine Höhle entdecke. Denn diese Rätsel sind doch denn mal gar nicht so schlecht. Da liegen Eier. Habt ihr gesehen? Da liegen Hoden. Aber die lassen wir da mal liegen. Ich habe keine Ahnung, wofür... Oder kann man da hin? Ich will mal gucken, ob man zu den Hoden kann. Kann man zu den Hoden runter? Wir sind gespannt. Da liegt ein Buch. Ein Buch in der Wildnis. Na denn. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt.
Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay. Ha, es hört sich ja wirklich, ja, nicht wirklich gut an, Leute. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen, das hört sich wirklich super böse an. Aber naja, gut, so ist das nun mal in so einem Telespiel. Telespiel, voll das geile Wort, ne? Ey, so ist das nun mal in einem Telespiel. Ja, das weiß ich doch, Lara. Da musst du rüber. Aber das geht nicht so einfach. Lara. Lara, so einfach geht das nicht. Können wir auch da ranschießen? Oder wo können wir ranschießen? Waren wir dann schon mal da drüben? Das ist doof. Egal, wisst ihr was? Ich probiere jetzt... Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Ich probiere jetzt mal was. Ob das generell möglich ist. Nur generell. Ach so. Ey, Leute, wieso bin ich eigentlich so doof? Guckt mal. Wieso bin ich eigentlich so doof? Was ist mit mir los? Hab ich gesoffen? Hab ich gesoffen? So was macht er nicht. Hallo, ich hab A gedrückt. Geh bitte an das Ding. So. Wir klettern erstmal rüber, denn da drüben... Nein. Nein, was ist das für eine Kacke? Ich kann mir vorstellen. Komm. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank X gedrückt. Ja, normalerweise zeigt so ein Spiel das ja noch an. Irgendwie mit dem X. Aber diesmal hat er das sogar schon generell weggelassen. Wie böse. Das heißt, da muss man das schon wirklich wissen. Wo ist der hin? Da ist eine Sprühkacke da. Guck mal. Da ist ein Rauchkack. Was hat denn der da liegen? Ey, die kann da gar nicht hingehen, Leute. Naja, dann. Okay, wo ist der Captain hin? Wo ist er denn hin? Der hat doch hier geraucht. Warum ist der weg? Warum ist der weg? So, ach, wisst ihr was? Ich zünde die einfach beide an. Ich finde das voll stylisch. Wenigstens kann man das. Das ist so interaktiv. Und vielleicht bringt uns das ja sogar was. Wer weiß. Wer weiß. Ich mach das einfach. Ne? Einfach so. Einfach so. Hier, das sieht so aus wie so ein Wochenmarktstand irgendwie. Kennt ihr bestimmt auch, ne? So aus Werner Beinhardt da, diesen Wochenmarktkram. So. Da, wo Fußball gespielt wird. Genau das. So. Geil, ey. Ich freue mich, dass das geht, ey. Ich freue mich einfach. Das ist total cool. Das ist super cool. Was haben wir denn hier noch? Das sieht aus wie so eine Schachpuppe. Okay, egal. Wir laufen weiter. Wir wollen ja erfolgreich sein. Wir wollen das Spiel ja auch irgendwann mal gemeistert haben. So ist das ja nicht. Wäre ja traurig, wenn nicht. Ja, und schon sehe ich da etwas Bergungsgut. Schon sehe ich da eine Handvoll Bergungsgut. Na, aber nur eine Handvoll. Nehmen wir natürlich mit. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Oh, Lara, ey. Ey, wieso hat sie wieder die falsche Waffe? So. Egal, wir brauchen was zu fressen. So.
Na? Ist natürlich echt nicht schön, da die Hasen abzuschlachten oder was das da sind. Das finde ich nicht nett von mir. Wo ist das Häschen? Hoppel, hoppel, Häschen. Wo bist du jetzt hingesprungen? Wo bist du jetzt hingehopst? Ich will dich doch nur streicheln. Ach, och Mann. Ich wollte dich doch nur lieb haben. Mein kleines Hoppelhäschen. Mein kleines. Aha. Ist aber ziemlich schnell dunkel geworden, findet ihr nicht? Das ist aber ziemlich schnell gegangen mit der Dunkelheit. Da ist noch ein bisschen Bergungsgut. Das hat man noch gesehen, wo es noch hell war. Vor 2 Sekunden. So, wir haben wieder Teile gefunden, also können wir wieder ans Lager gehen. So, Yeah. Funky Freunde, so soll's sein. So, wollen wir mal gucken, was wir an den, was wir noch verbessern können hier mit unseren Bergungsgut. Mhm. So, ein bisschen den Bogen abgegradet. So soll es sein, Freunde. Super. Das sieht geil aus, Freunde. Unser Bogen sieht mittlerweile echt Porno aus. So, wir wollen natürlich weitermachen. Gar nicht verzagen, Florian Kiel fragen. Hier bei Let's Play FK. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist und dass du dabei bist. Weiter geht's hier im Text und in der Lebensmittelbox. Ah, Lebensmittelbox, Lee. So, gleich mitnehmen. Gleich was essen. Sonst verhungert Lara. So. Und was ich hier schon mal an der Stelle sagen will, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Videopart wieder. Wenn es heißt Let's Play FKA, präsentiert euch Tom Breide 2013. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.